We want to know who you are. Shine your light, rising star. In this week's episode, we present you. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Rising Star Podcast. Da hat's auch schon geklatscht. Van. Because God is in me, there's no limit. Das ist das Lebensmotto unseres nächsten Gastes, der von sich aus sagt, es ist meiner Meinung nach schwerer aus dem Mittelmaß nach ganz oben zu kommen, als von ganz unten. Er ist Immobilienmakler in München und hat den weiten Sprung raus aus seiner Komfortzone gewagt, um seine Träume zu verfolgen und in die Tat umzusetzen. Er hat es geschafft, sich vom Azubi mit 500 Euro Gehalt zum Topseller mit sechsstelligem Einkommen zu entwickeln und er erzählt uns heute, was er getan hat, um dorthin zu kommen. Seine Geschichte ist sehr spannend, denn er hat die ein oder andere große Hürde dabei überwunden, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Zudem ist er mit 21 Jahren Vater geworden und gibt uns heute einen Einblick, warum genau das der größte Faktor für seinen heutigen Erfolg ist. Er liebt es, seine Mitmenschen zu motivieren, Wissen weiterzugeben und behauptet, Glück ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung. Wir sind gespannt, wie er das meint und freuen uns, ihn heute als Gast begrüßen zu dürfen mit seinem Lied Secret Place von Sean Mitchell. Herzlich willkommen, David David Ouse. Das war's gedacht. Jawohl. Was geht, Mann? Was geht, Mann? Oh, hab die Gospelmusik für mich gespielt. Hey, Glenn, was geht ab, Mann? Lass uns rein. Bitte ein bisschen lauter kurz. Ich brauch das eine Sekunde. Woo! Jungs, es ist kalt. Es ist kalt. Warte, lass doch die Szene kurz auf. Eine Sekunde. Oh, entschuldigt bitte. Safety first, ne? Sagt er. Absolut. Sagt der Hamburger. Anschneiden ist Pflicht bei uns. Sagt der Hamburger. Genau. Herzlich willkommen, David. Mega. Wie geht's dir? Ich freue mich. Ich bin richtig heiß. Ja? Ich bin richtig heiß. Heiß oder heißer? Heiß und heiser. Heiser und heiß, wie man es nennen möchte. Ja? Ja, und ich freue mich jetzt mal auf der anderen Seite, obwohl ich auf der gleichen Seite sitze, aber auf der anderen Seite mal sprechen zu dürfen. Wie fühlst du dich? Gut. Ja? Ich bin ein bisschen aufgeregt, jetzt merke ich's. Ja? Ja, also ich bin aufgeregter jetzt als Gast als Moderator, obwohl du ja da, glaube ich, fast noch mehr Druck hast, die richtigen Fragen zu stellen, aber ja, jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem, du wurdest ja gar nicht darauf vorbereitet. Genau. Die Fragen schießen aus dem Ärmel. Ja, das stimmt. Zuerst einmal sehe ich deine Schiene. Das ist meine Was ist Schiene. Passiert? Ja. Ich möchte gar nicht zu lange jammern. Ich habe mir das Kreuzband und das Außenband gerissen. Ich habe wieder angefangen, Fußball zu spielen, mich dabei verletzt. Und ich, Idiot, bin damit 5 Wochen lang rumgelaufen, ohne es zu merken. Ich hatte einen Schmerz im Knie, aber habe es irgendwie nicht so ernst genommen. Und dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, weil es dann doch länger nicht weggegangen ist. Und ja, oh, hoffentlich hört das Mikrofon uns hier richtig. Check, check. Ja, kannst gerne weitermachen. Ja, nee, und dann war ich beim Arzt und der hat gesagt, so, oh, sieht nicht so gut aus. Jetzt habe ich die Schiene aber bekommen, bin an der OP vorbeigeschlittert und ja, jetzt freue ich mich, dass mir das Ding hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Ne? Also, sag Hallo zum Freund Schiene. Hallo, Freund Schiene. Ja, krass, aber und trotzdem hasselst du weiter, ja. Hast diesen weiten Weg auf dich genommen, ja. Um nach Hamburg zu kommen. Ja, definitiv. Warum? Ich glaube, dass das die letzte Ausrede ist, die mich aufhalten sollte, irgendwas zu machen, irgendwas zu beginnen. Ich glaube, wenn du für etwas brennst, dann hörst du auf, die Ausreden zu suchen. Weil ich glaube, am Ende des Tages wissen wir eigentlich, dass unsere Ausreden nur uns selber interessieren. Dich jetzt nicht interessiert, hätte ich deswegen mein Bein gesagt. Die da draußen interessiert es nicht. Ihr wollt Content haben, wir wollen Content liefern und da lassen wir uns nicht aufhalten. Ne? Absolut. Wenn ich mal kurz dazwischen schreibe, das ist ja auch, was du gestern, glaube ich, in deiner machst ja Message of the Day. Ja, stimmt. Stimmt, ja, stimmt. So nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, also ich. Das hast du da nochmal genau gesagt. Genau. Also ich habe heute, jetzt vorhin habe ich erst, ich sag mal, darauf bezogen, dass das Ausreden nur uns interessieren, habe ich gesagt.
Gestern dann bin ich darauf eingegangen, dass ich sag mal so eine harte Zeit oder eine schlechte Zeit nicht heißt, dass du ein hartes Leben hast oder dein Leben komplett schlecht ist. Ja? Ich glaube, dass wir oft irgendwie denken, wenn jetzt gerade etwas schlecht ist, oh mein Gott, und es ist mein ganzes Leben, das irgendwie jetzt den Bach runtergeht. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass es nur gute Tage geben kann, wenn es auch mal schlechte Tage gegeben hat. Und wir dann erst zu schätzen wissen, was wir eigentlich haben. Und dementsprechend bin ich da einfach von meinem Kopf her, von der Einstellung einfach immer dabei zu sagen, ey, ist jetzt gerade schlecht, läuft jetzt gerade kacke, ja, aber muss trotzdem weitergehen, ne? Absolut. Ja. Und da sind wir auch der gleichen Meinung. Zuerst einmal angesprochen, bleiben wir mal beim Thema Hamburg. Ja. Du kommst ja ursprünglich aus Hamburg. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, ja. Und jetzt wohnst du in München. In München, ja. Ich bin vor 4 Jahren, 2015, sagen wir mal dreieinhalb, doch vor 4 Jahren knapp, im Sommer 2015 bin ich nach München gezogen, um dort die Ausbildung zum Immobilienkaufmann anzutreten. Ja. Aus welchem Grund? Also wie kam das, dass du extra nach München geflogen oder gefahren bist? Andere Ende von Deutschland, ja. Absolut. Der Schritt raus. Ich sag mal, raus aus der Comfortzone, raus aus dem gewohnten Umfeld. Ich habe gemerkt, dass ich sehr stagniert bin hier, irgendwie auf der Stelle getreten. Es ging irgendwie nicht so wirklich weiter. Und habe dann damals bei meinem Job, den ich davor gemacht habe, meinen heutigen Mentor, meinen damaligen richtigen Boss, bin jetzt selbstständig, kennengelernt, der mir dann die Möglichkeit gegeben hat, eine Ausbildung zu machen, hat mir da verschiedene Standorte angeboten. Ich sag mal so, die Hauptstandorte waren Köln oder München. Und da er mir gesagt hat, er wird die meiste Zeit in München sein, von diesen Standorten, die er mir genannt hat, habe ich mich ziemlich schnell für München entschieden und gesagt, let's go. Ich hatte hier nichts mehr, was mich hier gehalten hat und bin dann den Schritt rausgegangen und habe es gewagt. Na, 4 Jahre ist jetzt nicht so lange her. Stimmt. Wie sah das Leben davor aus? Eintönig. Ja, ich glaube irgendwie, ich dachte von mir, ich mache was ganz Großes aus mir, habe aber irgendwie nichts auf die Beine bekommen. Ja. Ich habe mir selber so einen Riesendruck gemacht. Irgendwie, ich habe mein Abi beendet, wollte dann nach Amerika reisen. Mit meinem damaligen sehr, sehr guten Freund Yassin auch zusammen. Und das ist dann aber in die Hose gegangen. Das Visa wurde abgelehnt und wir hatten ein halbes Jahr Planung da reingesteckt. Ich hatte drei Jobs, um mir diese Reise zu finanzieren. Ja, die haben wir dann alle gekündigt, hatten das Geld zusammengespart und wollten endlich los. Und 2 Wochen vor Abreise wurde das Visa nachträglich abgelehnt. Wieso? Es hieß, das Risiko sei zu groß, dass wir das Land nach unserem Aufenthalt nicht wieder verlassen wollen. Was irgendwo jetzt im Nachhinein voll nachvollziehbar ist, weil wir haben unsere Jobs gekündigt, wir haben zu Hause gelebt, also hatten keinen festen Wohnort sozusagen oder Wohnsitz, ja. Und hatten ganz viel Geld angesammelt, aber nicht genug Geld, um 6 Monate in den USA aushalten zu können. Und die machen ja wirklich so Checks, also die checken dich ja wirklich. Da muss ja alle Finanzangaben und sonst was machen. Und haben uns dann geschrieben, Leute, wir haben irgendwie das Gefühl, ihr wollt dahin, aber auch nicht wieder zurück, obwohl das nie der Fall war. Ja, und dann ist ins Wasser gefallen. Ja, und hab dann aber weitergemacht, wieder mit dem Job angefangen, hin und her. Aber irgendwie lief da nichts in die Richtung, in die es gehen sollte, sag ich mal. Also sowas habe ich noch nie gehört. Das ist echt krass. Ja, ich wusste nicht, dass du so hast. Ja, ich habe geweint. Ich schwör's euch, Leute, ich habe nach dem Abitur, ja, ich war 18, wirklich 3 Jobs jeden Tag. Ich bin ich habe pro Tag waren es 2 Jobs sozusagen, die ich gemacht habe, aber halt an verschiedenen Orten. Und ich war so motiviert und alles stand schon, Tickets und Route und alles drum und dran. Ja. Und dann kriegst du 2 Wochen vor Abflug. Wir haben ja 4 Monate vorher gebucht, 2 Wochen davor. So, Freunde, wir lassen euch nicht rein. Ja, vor allem Abflug, da fahren wir gerade beim Flughafen vorbei. Passend zum Thema. Sehen hier die Flieger. Ja. Nochmal ganz kurz zurück in die Geschichte mit dem letzten Job zum Immobilienmakler, also von Hamburg aus zum Immobilienmakler. Ja. Du hattest mir mal oder uns erzählt von einem Brief. Stimmt. Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefgründig schauen. Wie kam es, dass dein Mentor auf dich aufmerksam wurde und du sozusagen in diese Richtung gegangen bist? Ja. Also es ist wirklich, wirklich lustig und Leute, es ist nicht geplant. Wirklich, wir müssen ja sagen, es ist ja spontan. Ich habe mich nicht auf die Fragen eingestellt. Ja. Klar, dass wir hier gerade in der Gegend sind, aber hier habe ich gearbeitet am Airport. Hier habe ich ihn kennengelernt. Ja. Hier ist er oder sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Ich habe in einem Parkservice gearbeitet. Valet Service heißt sich das. Ich sag mal so für eher wohlhabendere Leute. Ist das so ein Sicherheitsparken? Da können die ihre Autos abgeben bei uns. Und wir waschen die dann, bringen die zur Werkstatt, tanken die, was auch immer. Und waren immer super coole Autos. Ne? Ich sag mal, ich war damals 18, 19 und jeden Tag, ich schwör's euch, Bentley, Ferrari, Maserati, Porsche, das war so Standard. So ein, cool gesagt, so ein Audi Q7 war da nichts Besonderes mehr oder irgendwie so ein Range Rover oder so, es war Standard irgendwie da. Und mein Boss war auch, oder der Stammkunde schlechthin. Und ich will es gar nicht zu lange halten, weil das dauert sonst ewig, aber ich habe ihn
im Sommer kennengelernt, weil ich da auch angefangen habe, dort zu arbeiten. Und er, wie gesagt, jeden Tag eigentlich da war, fünfmal die Woche. Und ein halbes Jahr später, aber erst, sind wir so das erste Mal richtig ins Gespräch gekommen, weil er auf mich zugekommen ist, aus dem Nix. Also wirklich, ansatzlos ist er auf mich zugekommen. Also von meiner Seite aus ansatzlos, von seiner ja scheinbar mit einer Intention. Und hat mich gefragt, so, ja, hey, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich? Also er wusste, was ich mache, ich arbeite da, aber er hat mich dann so gelobt, meinst du, du bist der Einzige, der hier seinen Job wirklich ernst nimmt und so gewissenhaft ausführt. Sind dann in Smalltalk gekommen, um da jetzt nochmal abzukürzen. Am Ende des Tages hat er mir seinen Kontakt angeboten. Gesagt, so, ey, wenn ich dir mal irgendwie helfen kann, irgendeinen Kontakt, dann sag mir doch einfach mal Bescheid. Vielleicht kann ich ja was für dich einrichten. Und das habe ich dann als Chance genutzt, ihm einen Brief zu schreiben, in dem ich mich ihm persönlich vorgestellt habe, gesagt habe, was meine Ziele sind, wo ich gerne hin möchte und ob er mir in irgendeiner Art und Weise vielleicht Tipps noch geben kann. Und ja, das Ganze ist dann so geendet, dass er scheinbar sehr begeistert von dem Brief war und ich zu ihm nach Hause eingeladen wurde, zu einem Abendessen mit ihm und seiner Frau. Und ja, hat dann das eine das andere ergeben, sodass ich dann die Ausbildung angeboten bekommen habe und letztlich nach München gezogen bin. War das Zufall, Schicksal oder? Ja, ich sag mal, Zufall ist ja etwas, was dir zufällt. Ich glaube, dass wir Zufall immer mit etwas verbinden, was so unerklärbar aus dem Nichts und gar nichts passiert. Ja. Ich sag mal, es war mal so, dass ich, warum auch immer, ich weiß gar nicht, ob er sich das eigentlich bezweifelt, dass er sich anschauen wird. Ja, also es ist nicht geschleimt, damit das hört. Aber er hatte eine Autorität oder hatte eine Ausstrahlung, die bei mir immer ausgelöst hat, ey, mach das mal jetzt richtig gut. Er hat uns, zeigen Sie mir ja groß, nie Trinkgeld gegeben. Aber weil er mal gesagt hat, wenn ich dir einmal Trinkgeld gebe, muss ich dir immer Trinkgeld geben. Und dann bin ich irgendwann pleite, so nach dem Motto, weil er jeden Tag da war. Und trotzdem hatte ich immer Lust, sein Auto besonders sauber zu machen, besonders pünktlich zu sein, wenn er sein Auto haben wollte und ich zum Terminal gefahren habe. Und habe irgendwie einen Effort reingesteckt. Ich wusste weder, was diese Firma macht, bei der er arbeitet. Ja, und er hat, wie gesagt, nie Trinkgeld gegeben. Und trotzdem habe ich immer ein halbes Jahr lang, ohne was zu erwarten, einen Effort reingesteckt. Ja, und nach einem halben Jahr hat sich scheinbar ausgezahlt, ohne dass das meine Intention war. Das könnte sich leicht anhören nach F-Wort. Nee, Effort. Also Energie, Aufwand habe ich reingesteckt, ja. Ohne was dabei zu erwarten. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsprinzip. Erstmal sehen. Vielleicht auch mal ohne Intention wirklich. Und schau mal, was sich dann ernten lässt. Was dir zufällt. Ja, was dir zufällt aus der Ernte. Geil, ja. Heftig. So, und dann warst du in München und hast dich irgendwann für München entschieden. Ich für München entschieden, ja. Für München entschieden. Was hat dein Umfeld dazu gesagt? Meine Jungs waren total begeistert, die fanden das toll. Ich sag's dir ehrlich, ich habe so gehört, ja, Immobilienmakler, ne? Ja, ja. Hab da mal so ein bisschen Taschenrechner angeworfen, so, ja, und ey, Jungs, wenn ich's richtig gut mache, werde ich Millionär. Weißt du, genau, wir saßen in der U-Bahn und dann haben gesagt, so, Jungs, ey, ehrlich, das könnte man bestimmt voll schaffen und so. Und wir haben natürlich alle nur an Geld gedacht, deswegen war das super cool. Ja, aber eigentlich waren alle unterstützend, alle haben an mich geglaubt. Alle haben gesagt sofort, ey, super, finde ich cool, mach das. Und ja, eigentlich war da niemand, der gesagt hat, nee, eigentlich nicht so eine gute Idee. Vielleicht ich selber. Also, weil man denkt sich so, oh mein Gott, jetzt ist es wirklich soweit, ziehe ich das wirklich durch. Aber eigentlich ging das ganz flüssig, sage ich mal, und habe es dann einfach auch gemacht. Auch Freundin, sonst? Ja, ich muss dazu sagen, ich war damals in einer Fernbeziehung und meine Ex-Freundin hat in Köln gelebt. Und als ich natürlich das Angebot bekommen habe, entweder nach Köln oder nach München zu ziehen, im Kopf Guards Plan von Drake hat angefangen zu spielen. Du denkst, oh mein Gott, alles fügt sich zusammen. Aber als mir dann mein Mentor damals gesagt hat, so, ey, ich werde die meiste Zeit in München sein, das heißt, es wäre sinnvoll, wenn du da ankommst, habe ich, muss ich offen zugeben, keine Sekunde gezögert zu sagen, ich gehe nach München. Ja, weil mein Fokus auf Karriere lag. Und ja, muss auch sagen, um es kurz abzuschließen, die Beziehung hat sich danach auch ziemlich schnell in Luft aufgelöst. Karriere, welche Bilder hattest du im Kopf von dieser Karriere, als du in München warst? Ja, Geld machen. Das ist das Einzige, woran ich gedacht habe. Das Einzige, was mir im Kopf lag. Also klar, ich wusste, endlich habe ich eine Chance, was zu machen, weil ja immer gerade hier in Deutschland gesagt wird, entweder Studium oder Ausbildung, ganz, ganz wichtig. Mhm. Deswegen hat es mich da gefreut, zumindest etwas Gesichertes zu haben am Ende dieser Ausbildung. Womit ich sozusagen die Eltern zufriedenstelle. Aber es ging mir eigentlich nur um Geld. Das war so das Einzige. Oh mein Gott, ich kann dick viel Geld verdienen, große Häuser verkaufen, Bayern-Spieler kennenlernen. Bayern-Spieler? Also ja, in München halt, ne? Ich sag mal, in dem Klientel oder ja. Bei der Firma, das sind ja nur, oder ich sag mal, in dem Segment, in dem ich jetzt arbeite, nur Luxusimmobilien. Ja. Ich sag mal, so im Schnitt über die Millionengrenze. Und da kommen dann natürlich auch dementsprechend
spannende Leute dazu. Ja? Und das dachte ich mir so damals, ich werde nur mit Berühmten und nur mit Stars zu tun haben. Ich wurde dann so ein bisschen ernüchtern, aber es bringt trotzdem viel, viel Spaß und ich finde es super, was ich mache. Dazu kommen wir auch gerne gleich. Wenn wir beim Thema Geld sind, großes Geld machen. Du hast ja ein Einkommen gehabt von 500 Euro. 520 Euro, um es ganz genau zu nehmen. Ja. Wie kamst du über die Runden? Weil München ist jetzt nicht viel günstiger als Hamburg. Ja, München ist sogar deutlich teurer als Hamburg. Und ich hatte damals ein WG-Zimmer, was mich 480 Euro gekostet hat. Auf 520 Euro Azubi-Gehalt. Und Freunde, ich schaue gerade zu euch. Ich habe kein Kindergeld bekommen. Ich habe keine Unterstützung von meinen Eltern bekommen. Aber auch ganz wichtig, Mama, Papa, ich habe euch auch nicht danach gefragt oder nicht darum gebettelt. Und ich habe diese Entscheidung selber getroffen. Also habe ich gesagt, ich ziehe das auch selber durch. Also ich hatte keine Unterstützung, außer dieses Gehalt. Und ihr könnt jetzt selber rechnen, 520 minus 480 sind 40 Euro. Meine Fahrkarte hat 93 Euro gekostet, meine Handyrechnung 40 Euro und mein Kühlschrank war ja immer noch nicht gefüllt. Ja, ich habe anderen Effort reingesteckt. Wir hatten immer auf der Arbeit so Magazine, so richtig dicke, die verteilt werden müssen bei uns, ja, um so Farming heißt das bei uns zu betreiben. Also Briefkästen damit zu bestücken, so Lifestyle-Magazine. Und wir haben bei uns halt auch gerne mal etwas Ältere oder Leute, die nicht so viel Lust darauf haben, um es ehrlich zu sagen. Also nicht alle, aber vielleicht ein paar. Und die habe ich mir rausgesucht und bin zu denen gegangen und habe gesagt, so, ey, ich weiß, du hast keinen Bock, die zu verteilen. Darf ich das für dich machen und dafür bezahlst du mich? Und ja, dann unter der Woche hatte ich meine 40 Stunden und am Wochenende bin ich dann Magazine verteilen gegangen. Habe dafür dann so immer so 100 Euro oder mal 150, mal auch nur 50 Euro bekommen. Aber so habe ich mich dann über die Runden gehalten, ne? Und noch ein bisschen mehr Geld verdient, um irgendwie zu überleben. Es war wirklich, am Anfang war es ein reines Überleben. Überleben, ja. Krass. Ja. Aber was hat dir dein Kopf in dem Moment gesagt? Das war die größte Fehlentscheidung deines Lebens, herzukommen. Was hast du getan? Dein Mentor hat dich angelogen und du wirst in den Stich gelassen und alles ist gegen mich. Das war, ich schwör's dir, ich habe auch in der Zeit mal geheult. Ich saß mal zu Hause, richtig geflennt, weil es ging nichts mehr. Ich hatte 7 Euro auf dem Konto. Ich war dann davor bei Aldi einkaufen. Leute, es klingt so buchlike oder so theatralisch. Ich war mit einem Taschenrechner im Aldi und hab zusammengerechnet, okay, das kostet jetzt 59 Cent, das kostet jetzt 1,49, was macht das? Und bin am Ende dann auf 7 Euro und lass es 8 Cent gewesen sein und hatte auf dem Konto aber 7,63 Euro und wusste dann, Alter, jetzt hast du nicht mal mehr einen Euro und es war Mitte des Monats vielleicht und war dann zu Hause, ich habe geheult wie ein kleines Kind, ich bin broke, ich habe kein Geld mehr. Ja, und da war ich dann auch mal bestimmt an dem Punkt, wo ich mir dachte, will ich das wirklich? Aber ja, aufgegeben habe ich nie. Ich fasse es mal kurz. Ja. Man sagt ja, hab ein Warum oder was ist dein Warum? Was war in dem Moment dein Warum? Mein Warum weiterzumachen oder grundsätzlich mein Warum dorthin zu gehen? Weiterzumachen. Genau. Ich wollte es allen beweisen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wollte es auch mir beweisen. Aber dadurch, dass ich meinen Mentor hatte, der mich da reingeholt hat, meine Mutter und meinen Vater hatte, die sozusagen mich gelassen haben zu gehen und ich wollte nie Schwäche zeigen, das war immer ganz wichtig. Deswegen auch, wenn ich geweint habe, habe ich es natürlich niemandem erzählt, dass ich geweint habe. Wollte ich natürlich nicht sozusagen derjenige sein, der versagt, auch gerade so meinen Jungs und so gegenüber, ne? Weil die mich echt gefeiert dafür haben, mega unterstützt haben. Meine Jungs sind echt der absolute Hammer. Ihr seid auch meine Jungs, ihr seid auch der absolute Hammer. wollte einfach durchziehen und es war so, aufgeben war nie eine Option. Ich schwör's dir, egal wie down ich war, hab mal bestimmt dran gedacht, aber wirklich die Intention aufzugeben hatte ich nie. Weil ich wusste, es wird bessere Tage geben. Ich wusste, irgendwann bin ich ja durch. Das ist wie mit der harten Zeit. Weißt du, ich wusste, meine Azubi-Zeit ist eine harte Zeit, aber das ist ja deswegen nicht mein ganzes Leben, das deswegen hart ist. Ich wusste, danach geht's weiter. Und danach kann es schöner werden. Und ich kann mir auch jetzt die Zeit während der Azubi-Zeit einfach besser machen, indem ich Magazine verteile. Ich habe Klamotten auf Kleiderkreise verkauft. Ich habe wirklich Unterwäsche verkauft. Ich habe sogar meine Boxershorts verkauft. Ich schwör's dir. Wow. Ich habe mir 7 Boxershorts gelassen für jeden Tag der Woche und den Rest habe ich verkauft. Ich schwöre es dir. Für 5 Euro. Respekt. Wow. Für 5 fucking Euro, ja. Ja. Wow. Ja. War eine Zeit, die mich sehr gelehrt hat. Deswegen weiß ich Geld jetzt auch um einiges mehr zu schätzen. Das ist wie mit dem Krank- und Gesundsein. Jetzt bin ich krank. Danach weiß ich mein Knie richtig zu schätzen und mein gesundes Außenband und mein Kreuzband. Das wusste ich davor, glaube ich, nicht so sehr. Ja, und jetzt weiß ich Geld zu schätzen, weil ich davor überhaupt gar nichts hatte. Sehr schön gesagt. Ja. Geil. Ja, die Story wird etwas schöner, aber auch härter. Mhm. Also mit 20 hast du ja angefangen? Die Ausbildung? Ja, mit 20, ja. Und mit 21 wurdest du Vater? Ja, anderthalb Jahre später. Ich glaube, es ist so ein unausgesprochenes Ding, also was noch nie
so thematisiert wurde. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich da wirklich drauf eingehen möchte, weil ich mir dachte, was denken dann die Leute? Aber ich habe Anfang 16 habe ich Alexia kennengelernt. Meine Freundin habe ich kennengelernt. Anfang 2016. Ich bin also, 2015. Ich denke so mit 16. Nein, Anfang, Anfang 2016. Ja. Und ich glaube, 3 Monate später war sie schwanger von mir. Während meiner Azubi-Zeit. Während dann mittlerweile, ich glaube, so 580 Azubi-Gehalt, weil ich war in meinem zweiten Lehrjahr, habe ich 60 Euro mehr bekommen. Ja, und dann war ich mit der Nachricht konfrontiert, ich werde Vater. Ja. Was ging dir durch den Kopf? Fuck. Wie erzähle ich das meinen Eltern? Nee, erstmal war es Panik. Ich glaube, ich war aber ruhiger als Alexia selber. Für die war es natürlich auch sehr, sehr überraschend. Ja. Und ich war, glaube ich, derjenige, der so ein bisschen kühlen Kopf bewahrt hat, weil es ist nicht erst seit gestern so, dass ich diese Einstellung habe, ey, see the good in every bad. Also, dass man, das ist gar nicht mal bad, ne? Das ist der größte Segen. Aber ich habe damals schon gesagt, so, ey, ich will eh immer Vater werden und ich werde ein super Vater sein, dann ist es jetzt halt früher. Und habe dann zu Lexi damals gesagt, so, ey, pass auf, wenn wir uns dafür entscheiden, stehe ich dazu. Und ja, dann sind wir den Weg gegangen. Und jetzt bin ich Vater des tollsten, schönsten Kindes für mich, Shane. Und seit 2,5 Jahren jetzt mittlerweile. Und ja, das hat mich zu dem Mann werden lassen, der ich jetzt bin, in ganz, ganz vielen Bereichen meines Lebens. Ganz, ganz vielen. Krass. Ja. Ja, das habe ich auch mal von meinem alten Chef gehört. Mhm. Er sagte, seitdem er ein Kind hat, hat sich sein Leben verändert, ja, zum Positiven. Neue Perspektive, ja, weil ich jetzt gecheckt habe, dass dieses Prinzip von Geld macht glücklich und so. Und ich weiß, jetzt viele denken, und der sagt ja hier. Aber stimmt, diese Erfüllung, die man hat, wenn dein Kind auf dich zugerannt kommt, er guckt mich an und sagt, ich liebe dich. Ich raste aus. Nach 2,5 Jahren, ich sehe ihn jeden Tag. Ich habe seit 2,5 Jahren keine Nacht durchgeschlafen. Sorry, Lexi. Ich habe bestimmt meine Nacht durchgeschlafen, aber ganz viele Nächte nicht durchgeschlafen. Sie hat 2,5 Jahre keine Nacht durchgeschlafen. Aber ist mehr wert als alles andere. Als alles andere. Und dieses Gefühl, das du in deinem Herzen verspürst, das ist der Grund, Leute, warum eure Mütter und Väter so liebevoll zu euch sind und euch so klein halten, wie ihr seid. Weil diese Connection ist nochmal was ganz anderes, wenn das dein eigen Fleisch und Blut ist. Das ist etwas, das kannst du nur verspüren, wenn du... ihr checkt das auch noch gar nicht, weil ihr noch keine Kinder habt. Das nehme ich euch auch nicht übel, aber ihr werdet verstehen, was ich jetzt meine, wenn ihr Kinder habt. Das ist ganz anders. Und ich wusste auf einmal, okay, für wen ich das tue, da wusste ich wirklich, okay, für den kleinen Mann tue ich das jetzt. Unter anderem auch für mich, aber auch für ihn. Und ja, hatte eine Motivation, ihn stolz zu machen. Richtig deep. Ja, schon. Geil. Oder? Ja. Wow. Ja. Und ja, so, dann kam dein Sohn. Mhm. Und dann hattest du 580. Ich hatte 580. Ich glaube, dann 620 Euro. 620. Ja, das war so mein Endgehalt, glaube ich. Hast du noch was zusätzlich gemacht oder hast du gesagt, oh, jetzt muss ich nochmal einen Dampf reinhauen? Ja, also ich habe unglaublich viel Effort im Beruf währenddessen immer noch reingesteckt, ne, und mich immer wieder nicht zu wichtig genommen, schiete Aufgaben zu machen, also doofe Aufgaben auf der Arbeit, sei es putzen, sei es mal wirklich auch länger bleiben und nicht um Punkt 18 Uhr die Sachen zu packen und direkt zu gehen. Auch an einem Wochenende mal auszuhelfen, wenn jemand eine Besichtigung hatte und es waren vielleicht mehrere. Immer wieder gefragt, ob ich helfen kann, wo ich helfen kann. Und dann war ich damals an einem Standort, der sehr weit weg war von meinem Zuhause, eine Stunde entfernt. Und dann hat ein neuer Shop aufgemacht, mitten in der City, mitten in der Stadt, so 15 Minuten von mir entfernt. Und da wurde dann ein Team aufgemacht, das Team 500. Weil eben in München sehr hochpreisige Immobilien nur angeboten werden, ist das Team 500, was heißt Team bis 500.000 Euro. Das heißt, alle Objekte, die bis 500.000 Euro gehen, werden von diesem Team betreut. Es sind in München halt 1- und 2-Zimmerwohnungen. Das ist echt krass. Wir haben damals unser Haus hier in Hamburg mit 3 Stockwerken, über 200 Quadratmeter, 600 Quadratmeter Garten für 450.000 Euro verkauft. Ich sag nicht wann, aber in München kriegst du für das Geld eine 1- bis 2-Zimmerwohnung. Ja, eben. Aber dadurch kommst du dadurch an vielleicht leichteres Klientel, vielleicht nicht so strenges Klientel. Und dementsprechend wurden da jüngere Leute reingebracht. Jünger waren in dem Fall jetzt so Anfang 30-Jährige, die aber zum Beispiel so ein Quereinsteiger sind. Und da habe ich riesen Potenzial gesehen, zu sagen so, ey, ich weiß eh, ich darf als Azubi noch keine Millionenobjekte verkaufen, aber vielleicht darf ich an das Team. Und dann habe ich damals mich getraut, meinem Chef eine SMS zu schreiben, ob er mich denn mal anrufen oder wir mal reden könnten, irgendwann in den nächsten Wochen oder so. Und er hat mich am selben Tag noch angerufen, hat so gesagt so, ey, na, mein Lieber, und? Erzähl, was los? Habe ich ihn gefragt, Herr Groß, dürfte ich vielleicht in den anderen Shop wechseln, damit ich da näher beim Team 500 sein darf.
weil ich sage, das ist meine Zukunft. Wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, könnte ich da durchstarten. Ja, warum nicht? Machen wir. Am nächsten Tag. Krass. War das entschieden. Ich habe einen riesen Anschluss bekommen von unserer Geschäftsleitung, weil ich direkt zum Big Boss gegangen bin. Aber er war mein Draht, er war mein erster Ansprechpartner seit Tag 1. Und ich habe mich einfach mal getraut zu fragen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil ich wurde sehr gehasst dann von den anderen Azubis. Riesen Shitstorm, dass ich bevorzugt werde und sonst was. Und ich habe mir dann einen da rausgepickt, der wirklich Vorreiter war beim Shitstorm, habe gefragt, ob er gefragt hat. Ob er einmal gefragt hat, ob er das auch machen darf. Seine Antwort war nein. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann ist das Gespräch beendet. Weil ich habe gefragt, mehr habe ich nicht getan. Ich habe nicht gesagt, bitte, 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 oder weil du magst mich doch so gerne. Ich habe einfach nur gefragt und ihm vor allem gesagt, warum. Ich habe ihm einen Grund gegeben. Ich sage, ich möchte der Firma länger erhalten bleiben. Ich möchte hier durchstarten und ich sehe da nur einen Weg. Weil bei den Millionenobjekten, da lässt du mich eh nicht ran. Da könntest du mich doch mal ranlassen. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Hab dann den Shop gewechselt und durfte da dann so ein bisschen mitmachen. Ein bisschen ausprobieren. Im Sinne von mitgehen auf Besichtigungen. Ich durfte nichts machen. Und dann ist einer krank geworden. Und dann habe ich gefragt, nochmal, wieder, ich habe gefragt, ob ich ihn vertreten darf, der krank geworden ist. Und dann hieß es, ja, durfte ich. Und es lief dann so gut, dass es sich weiterentwickelt hat und ich dann irgendwann während meiner Ausbildungszeit schon verkaufen durfte. Als erster Azubi ever in der Firma. Und die Story kenne ich nicht. So hat es angefangen. Krass. Ja, so hat es angefangen. Wow. Ja. Wo hast du dir das alles entnommen? Also diese Einstellung, Hattest du so ein Vorbild, Idol oder hat dir jemand irgendwas beigebracht, so zu ticken? Oder wie kam diese Einstellung? Ist eine gute Frage, weil ich sag mal, ich bin nicht so wirklich geprägt aus der Familie, so auf diesen ultimativen Erfolg. Doch schon, aber nur im Gelaber. Ne? Also von der männlichen Seite meiner Familie, sag ich mal. Ich glaube, wir dürfen uns anschneiden, wir stehen, oder? Ja, abschneiden. Abschneiden, meine ich doch. Die hat immer sehr viel über Erfolg gepredigt und sehr aufs Äußerliche auch. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt ein bisschen eitel auch bin manchmal. Also immer sehr genau auf meine Haare und so versucht zu achten und mich immer sehr, sehr fein anziehe, was mir in meinem Beruf aber sehr viel bringt. Aber Vorbilder? Nee. Wo kamen die Einstellungen her? Ich. Oder einfach nur so, ich sag mal, nicht naiv, aber ja. Dieses... Doch, aber naiv trifft es, glaube ich, ganz gut. Wie Kinder. Ja, Kinder, wie so ein Kind. Kinder, die immer alles ausprobieren genau das. Wollen. Und ganz genau. Und einfach machen. Einfach machen. Ja. Und ich war da, ich hatte keine Freunde. Ich hatte wirklich keine Freunde da. Ich kannte ja niemanden. Ja. Außer eine, Natalie. Shout out to you, Natalie. Sie war die Einzige. Mittlerweile auch, aber keinen Kontakt mehr zu. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte damals ja am Anfang auch Alexia noch nicht und dann nur Alexia. Und bin dann Vater oder war auf dem Weg, Vater zu werden. Also war es für mich so, ey, jetzt musst du Gas geben. Ich hatte ja gar keine andere Wahl, weil wenn ein Kind kommt, heißt es Geld. Alle haben eh gesagt, boah, jetzt wird der Vater, jetzt ist es eh vorbei. Und ich wollte es einfach... Und dann hast du noch eine Nummer reingehauen. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, so, pst, der, jetzt erst recht. Und vor allem, ich hatte immer schon irgendwie die Motivation, der eine zu sein aus meinem Umfeld, der es schafft. Der es schafft, sich zu verwirklichen. Der es schafft, das Maximum aus sich rauszuholen. Was nicht heißt, dass ich nicht möchte, dass meine anderen das auch machen. Ich habe mir aber gesagt, ich möchte der eine oder einer von denen sein, die es schaffen. Ich denke, der Unterschied ist aber auch, viele wollen das. Mhm. Viele sagen, ich bin der eine. Es gibt ja so ein Prinzip oder so ein Theorie. Na, jedenfalls, wenn man einen Film sieht oder eine Story von Mark Zuckerberg und dann sagen alle, ich bin der eine. Ja. Ich bin der eine, der genau diesen Weg gehen wird oder gehen kann. Ja. Nur das Blöde ist oder das Problem ist, dass nicht die meisten, die so denken, diese Einstellung haben. Entweder sagen sie sich selbst, sie sind zu schüchtern oder ne, so, sie wollen nicht blöd dastehen. Ja. Zum Beispiel jetzt bei deinen Azubis. Ja, das war mir vollkommen egal. Bei deinem Chef. Das war mir so scheißegal. Genau. Weil ich wusste am Ende des Tages, ich muss, also erstmal, die waren alle cool, ne? Also das waren alles tolle, nette Leute. Aber ich wusste, das sind nicht die Menschen, mit denen ich außerhalb der Arbeit befreundet sein werde in Zukunft und auch zu dem Zeitpunkt nicht war. Es war nie so, dass wir uns mal getroffen haben. Nur eine, Selina, super. Wir verstehen uns bis heute wirklich toll. Aber wir hatten nie so richtig dieses dicke Freundschaftsverhältnis. Und dann habe ich mir gesagt, so, ey, was juckt mich das denn, ob die zu mir sagen, du Idiot, du Arloch, du bist der Liebling vom Chef. War ich eh von Anfang an. Dadurch, dass mich mein Chef, es hat sich natürlich rumgesprochen, wie sonst was. Ganz am Anfang, ich bin hingekommen, ich war sofort der Liebling vom Boss und deswegen ja nur bevorzugt. Und die haben, es war eh schon, mein Ruf war weg. Also, das kann mir jetzt egal sein.
solange ich meinem persönlichen Erfolg weiter nachgehen kann. Ne? Also das war, glaube ich, auch so mein wichtigstes Learning. Davor war ich sehr darauf fokussiert, was denken andere über mich. Wenn wir bei Learnings sind, ja, also im Nachhinein oder am Ende der Folge, sowas passiert auch mal. Haram! Sowas passiert auch mal. Ja. Im Verlauf des Gesprächs werden wir auch zu den meisten Learnings kommen. Mhm. Aber wenn wir mal ganz kurz hier sind, mhm, Learning für jene, die in der Position der Azubis waren. Mhm. Was kannst du denen mitgeben, wenn jemand, ich sag mal, ins Büro kommt oder, ja, ins Business, ja, der einen besseren Draht zum Chef hat, ja, oder der besser dasteht? Weil klar, das gibt's überall. Ich hatte das auch mal, ja, dass die Leute angefangen haben zu haten. Ja. Was empfiehlst du nicht den Menschen, die in dieser Position sind, die gehatet werden, sondern den Hatern? Okay, also denen, die mich gehatet haben, was ich denen empfehle? Genau, ja, weil die kannten dich ja gar nicht, ja, die kannten die Situation gar nicht, ja, die wissen gar nicht, woher du kamst. Ganz genau, das ist es. Und du beantwortest die Frage schon fast selber, beziehungsweise so wie du fragst. Also genau, nur für die... Ganz genau, genau. Was würdest du jetzt... Den Hatern empfehlen? Ja, beziehungsweise auch den Zuschauern. Ja. Jeder, unsere Zuschauer sind keine Hater, ihr seid Rising Stars. Genau, genau. Ja. Aber man kennt das ja mal, oh, da ist jetzt jemand... Ja. Viele Menschen haben auch gewisse Vorurteile, mhm, wenn sie jemanden sehen. Stimmt. Wegen der Optik, ja, oder Tonart, ja, und. Ja. Was würdest du denen mitgeben? Hört auf zu urteilen, ohne zu wissen, was abgeht. Weil der einzige Grund, warum sie mich ja gehasst haben, war, weil sie meine Geschichte überhaupt gar nicht kannten und eben nur das gesehen haben, was sie zum einen, oder das gesehen und gehört haben, was sie gehört haben, ohne es zu hinterfragen. Keiner von denen ist zu mir gekommen und hat gefragt, warum hat eigentlich Herr Groß genau dich geholt und was ist überhaupt passiert? Das hat keinen interessiert. Es ging nur darum, oder die haben nur die Fakten genommen, die offensichtlich waren. Da kommt ein Neuer, der wird vom Chef empfohlen. Arschloch. So, das war's. Absolut, absolut. Ja. Also, Glenn kennt das ja auch aus der Vergangenheit, oder? Ja. Wir kennen das ja alle. Inwiefern kennst du das? Ja, Leistungssport, da gibt's auch sowas. Ne? Stimmt. Ich meine... Familie ist ja eigentlich fast wie überall zwischen, ja, Politik immer dabei. Ja. Und da ist natürlich auch so, entweder im positiven oder auch im negativen, ja, Sinne, wenn der Manager vom Verein dich holt. Klar. Klar kann der Trainer dich aufstellen oder nicht, aber letztendlich, oder teilweise sogar ein Investor, ja, ein Sponsor, der dann Spieler holt, dann ist der Trainer schon gezwungen, den, ja, Spiel, klar, weil sonst der Trainer auch nicht mehr da ist. Ja, ja. Gibt es halt immer so Fälle und daher kennt man das natürlich auch. Ja. Fragen ist sehr wichtig. Mhm. Immer zu fragen, also Fragen stellen. So wie, ja, ich sag mal so, also wenn du wirklich dich so damit befasst, dass du dir so eine Meinung dazu machst und anfängst zu haten, in dem Fall, also wenn es dich so wütend macht, dann stell die Fragen. Weil wenn es dich gar nicht interessiert, wenn du dich für mich nicht interessierst, du musst nicht immer fragen. Aber wenn es dich so interessiert, genau, dass du hinterm, genau, Rücken, ja, sprechen, genau, möchtest, genau, oder dich darüber ablassen möchtest, dann hol dir erstmal alle Fakten. Genau. Und wenn du dann noch einen Grund hast zu lästern, genau, genau, gut, dann können wir weitersprechen. Aber, genau, meistens ist es eben so, wenn du erstmal dir alle Infos holst und zwar, ja, direkt bei der Person. Ja. Direkt. Ja. Weil das war nämlich der Typ, der so über mich abgespackt hat und so sich aufgeregt hat, dass ich dann auf einmal als Azubi verkaufen durfte. Der habe ich mir geschnappt. Glenn, darf ich auswählen? Bitteschön. Ich finde es so süß, ihr habt Brezeln geholt. Voll nett. Weil ich Münchner bin. Ihr seid ja voll cool. Oh. Geil. Aha. Richtig aufgetischt. Wie viel Uhr musst du beim Flughafen sein? In einer Viertelstunde muss ich mein Gepäck eingecheckt haben. Okay, dann. Haben. Fahren wir mal los. Eingecheckt haben? Nein, muss ich da sein, nochmal kurz einchecken. So. Was magst du? Gerne das. Ja. Um aber jetzt nochmal drauf einzugehen. Leute, wir trinken jetzt Smoothies und Mikado-Stäbchen und Brezel. Genau. Oder? Für alle Zuhörer. Genau, für die Zuhörer und nicht Zugucker. Genau. Nee, um das nochmal zu beenden. Ich bin wirklich zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt. Weil was bringt mir das jetzt, wieder zu anderen zu gehen und da wiederum zu lernen? Weil ich habe ja auch von anderen gehört, dass er derjenige ist, der über mich redet. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und bevor ich mich weiter darüber aufgeregt habe, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ey, mein Freund, ich habe gehört, du redest über mich. Ist das so? Er war so ehrlich, hat gesagt, ja, tue ich. Habe ich gesagt, warum regst du dich auf? Ja, weil ich finde, du wirst bevorzugt. Ich sage, okay, warum glaubst du, werde ich bevorzugt? Ja, weil du kennst den Chef und du darfst jetzt machen. Ich sage, okay, weißt du, was ich dafür getan habe? Nein. Soll ich dir sagen, oder dann habe ich es umgedreht. Ich sage, okay, dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Ja, okay. Hast du gefragt? Was habe ich gefragt? Ja, hast du gefragt, ob du auch verkaufen darfst? Hast du gefragt, ob du zu diesem Team 500 darfst? Sagt er, nein. Er sagt, ja, das ist das Einzige, was ich getan habe. Ich habe gefragt. Und dann habe ich meinem Chef doch auch noch die Wahl gelassen, ja oder nein zu sagen. Absolut. Aber weil die gesehen haben und weil es sich rumgesprochen hat, ey, der Typ verteilt am Wochenende Magazine, der bleibt doch gerne mal länger, ey, der hilft aus. Und vor allem, als ich dann ins Team 500, also zum
anderen Shop gewechselt bin, habe ich nie darauf bestanden. Also ich habe mich zwar eingebracht, habe gezeigt, ich will machen, aber ich habe nie eingefordert. Weißt du, was ich meine? Die Tür wurde mir ich habe nur gefragt, darf ich den Shop wechseln, weil ich näher ans Team 500 will. Ich habe nicht gesagt, darf ich den Shop wechseln, um zu verkaufen. Sondern ich habe gesagt, ich will näher dran sein, ich will mehr lernen. Also ich meinem Chef auch den Raum gegeben zu sagen, hey, der will mehr lernen, ist doch klar, ist doch cool. Anstatt zu sagen, oh, der will unbedingt verkaufen, aber das könnte unfair sein, weil mehr lernen zu wollen, wie kann man das denn ablehnen, oder? Absolut geil, vor allem in jungen Jahren. Das finde ich super. Ja. Und um das Thema abzuschließen, man hat ja nicht nur Vorurteile bezüglich einer Person, mit denen man nicht unbedingt was zu tun hat, ja, sondern auch mit Menschen, mit denen man, ich sag mal, kommuniziert über WhatsApp oder ja, wo auch immer und etwas falsch aufnimmt. Mhm. Fragt lieber, warum ist der jetzt gerade so drauf? Weil genau das steckt ja nicht im Kopf ja drin. Vielleicht ja hat er einen schlechten Tag ja gehabt oder jemand ist gestorben, irgendwas ja ist passiert. Genau das. Fragen hilft immer weiter. Ja. Kommunikation ist das A und yes O, um selber weit zu kommen. Yes. Lästern und Vorurteilen bringt uns Rising Stars mhm nicht weiter oder Menschen, die etwas schaffen wollen, immer fragen. So, dann haben wir das genau schon das abgeschlossen und kommen zum nächsten Thema. Mhm. Darf ich, warte mal, ganz zum Abschluss, ja, weil jetzt habe ich den Hater einen Tipp gegeben. Darf ich auch den vielleicht ein bisschen ja bessere positionierten Rising Stars einen Tipp ja geben? Ja, ja, hau raus. Ich sag's mal wirklich auf gut Deutsch, Real Talk, scheiß drauf, was die anderen sagen. Wenn du dein Ziel hast, dann verfolg dieses Ziel nach dem, was dir am liebsten jetzt in dem Moment ist und hör auf zu denken, oh mein Gott, ich mache mir jetzt unbeliebt bei den anderen, wenn ich jetzt frage, oder unbeliebt bei den anderen, wenn ich jetzt länger bleibe und dadurch vielleicht einen besseren Eindruck mache. Hör auf. Verfolg deine Träume. Ist da was? Deine Range, deine Traumrange. 22% weg. Sorry. Alles gut, Mann. Bei Jaguar und bei Range Rover. Kurze Ablenkung. Mega. Nein, aber was ich sagen wollte, wirklich, hört auf. Und das war, ich schwör's dir, das war das Schlimmste bei mir. Ich habe immer gedacht, was denken die anderen, was denken die anderen. Hört auf zu denken, was die anderen sagen. Und zieht einfach durch. Und der Rest kommt von selber. Auf den rechtfertigt eure Leistung. Und dann kann euch niemand was antun. Was sollten die denn sagen? Du, der Boss mag dich und du verteilst jedes Wochenende Magazine und du gibst immer 100% und du fragst immer, was du machen kannst. Das ist ja eine Frechheit, dass du dann auch noch verkaufen darfst. Vor allem, weil man die Menschen in der Zukunft ja wenig sehen wird. Oder? Ja, 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 eben. Ich meine, eben. Ich hab mir nur noch mit einer von der wirklich was ja zu tun. Wie kennen wir noch aus der Schulzeit? Ja, ja, eben. Menschen, darauf können wir noch im Nachhinein eingehen, aber Menschen sind unterschiedlich. Man muss Menschen nicht ansehen wie Menschen, ja, sondern wie verschiedene Tiere, ja, die in einer Horde unterwegs sind. Ja. Die Zebras unter sich und die Löwen unter sich. Ja. Und man muss nicht davon ausgehen, dass alle gleich ja ticken und sich verstehen. Yes. Wie wird man zu dem einen? Weißt du, so wie du vorhin gesagt mhm hast, ich will der eine sein. Mhm. Aber wie wirst du zu dem einen? Mhm. Weil es gibt ja Menschen, die sagen, ich will der eine ja sein. Ja, und dann, es gibt ganz viele, die der eine sein wollen, dann bist genau du auch da genau wieder. Also und ich denke, unsere Zuschauer werden sagen, ich will der eine sein mhm in meiner Branche, mhm, aber wie werde ich der eine? Weißt du? Also. Das eine ist never give up, sorry. Aha. Also klar, man scheiß drauf, was die anderen denken, mhm, aber wie kommt man ins Handeln, dass man sagt, egal was kommt, ich gehe diesen Weg. Ja. Also egal was kommt, ich gehe diesen Weg, wie das kommt. Also wie hast du es gemacht? Ja, also, was ich gemacht habe, um der eine zu werden. Genau, du hast zum Beispiel angefangen zu lernen. Aha. Lernen, sehr wichtig. Ne? Mhm. Lernen. Mhm. Ich habe viel gefragt. Genau, viel mhm gefragt. Ja. Also im Prinzip könnte man sagen, sei wie ein kleines Kind. Ja, wirklich. Ja. Sei wie ein kleines Kind. Frag, probier aus, try and error. Fall hin und steh wieder fall auf. Fall hin und steh wieder auf. Ja. Aber ich sag dir noch mehr, oder das ist wirklich ein Praxistipp. Weil das ist immer sehr so philosophisch. Ja. Ich glaube, da können sich viele noch nicht so wirklich rein, oder an manche nicht reinversetzen. Das Wichtigste, was ich dir mitgeben kann, ist, schau nicht, was der Durchschnitt macht, schau, was die Besten machen. Schau, was die ja machen, jeden Tag. Ja. Und dann schau, wie du das nochmal optimieren kannst. Weil ich habe mich dann im Büro neben den Topseller gesetzt und den anderen, die auch gut waren, ich habe denen allen zugeguckt. Habe immer die auch gefragt, wie kann ich euch helfen? Bin bei denen auf Besichtigung mitgegangen, habe so geguckt, oh, was gefällt mir daran jetzt nicht? Was finde ich daran jetzt nicht so gut? Ich schwör's euch, Leute, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir erstmal, ich konnte ja während der Besichtigung nicht mitschreiben, habe mir danach das Handy immer genommen, was hat mir jetzt gefallen, was hat mir nicht gefallen. Und da habe ich versucht, das, was mir gefallen hat, habe ich geschaut, kann man das sogar noch mal besser machen? Und das, was die schlecht gemacht haben, ja, automatisch wollte ich das verbessern. Und so habe ich dann, also klar, jetzt klingt es sehr nach Abgucken, aber so optimierst du Prozesse. Ja? Kannst einfach schauen, natürlich deinen eigenen Stil mit reinzubringen. Aber ich habe geschaut, was machen die Guten richtig gut und was machen die vielleicht nicht so gut, in meinen Augen. Und habe dann versucht, da so ein bisschen zu modifizieren, meinen eigenen Stil reinzubringen. Weil du musst ja das Rad nicht neu erfinden. Absolut.
da, genau, das ist so ein Punkt, wo viele denken, du musst immer was ganz Neues ganz machen. Nein. Nein. Aber eigentlich ist der Podcast ist doch der lebende, schaut mal, Leute, der Podcast ist der lebende Beweis dafür. Wie viele Podcasts gibt es schon? Wie viele erfolgreiche Podcasts gibt es schon? Und vor allem, wie viele Podcasts gibt es schon mit Interviews? Ja. Wir machen nichts anderes. Was machen wir nur? Wir machen nur was anders. Es gibt nichts, was es nicht... Genau, es gibt mittlerweile es vor allem. Es gibt nichts, was es nicht schon gibt. So, also macht einfach. Genau das. Macht einfach, schaut, was die richtig Guten machen. Und schaut, wie ihr das sogar noch verbessern könnt. Ich schwör's dir, das ist das Einzige, was du machen musst. Und vor allem, das wirklich, also wer das nicht versteht oder da jetzt sagt, damit kann ich nichts anfangen, sorry, dann fangen wir noch mal ein bisschen weiter von vorne irgendwann anders an. Aber absolut, das ist jetzt wirklich ein Tipp, der super einfach ist. Schaut doch mal in deiner Firma, wer ist denn der Beste in dem, was ihr da macht? Und das ist egal, ob du Fußballer, Sänger, Rapper, egal, ob du in einer Metallfabrik arbeitest, im Büro, sonst wo, selbst Busfahrer. Schau, warum der beste Busfahrer, der Beste ist oder warum der mehr verdient als du und dann mach's anders oder besser nochmal. Es ist eins der wichtigsten Eigenschaften zu sagen oder Einstellungen zu sagen, ich möchte der Beste sein, um sehr erfolgreich zu werden. Mhm. Also da auch wieder, wir müssen akzeptieren, dass nicht jeder dieses Bestreben hat. Absolut, absolut. Nicht jeder sagt von sich aus, ich möchte der, oder ich bin erst dann. Also ja. Ich meine dieses Prinzip. Okay, also wenn du das erreichen möchtest, dann musst du es sagen, ja. Genau, genau. Ja. Aber ich meine auch, um dieses Prinzip auch richtig gut zu sein, überhaupt sichtbar zu sein oder erfolgreich zu sein. Musst du dir selber denken, ja. Genau, man sagt ja auch, du sollst dir hohe Ziele setzen, um überhaupt da anzukommen. Ja. Die einen schaffen mehr, die einen schaffen ihre Ziele, die anderen vielleicht 80%. Ja. Aber zumindest kommen sie in die Richtung, als wenn sie ihr Ziel um 50% minimieren. Ja. Und selbst wenn man nicht der Beste ist, aber die Einstellung zu besitzen, der Beste sein zu wollen. Ja, das ist es, genau, der Beste sein zu wollen. Aber danach brennt dein Arsch. Ja, ja. Zum Beispiel um 18, 19 Uhr, dann brennt dein Arsch, um zu sagen, komm, ich mache jetzt nochmal weiter, weil ich kann mich darauf nicht ausruhen. Ja. Oder? Ja, stimmt auf jeden Fall. Bin ich ganz, ganz deiner Meinung, weil am Ende des Tages fängt es ja mit deinem Kopf an. Ja. Weil wenn du dir wieder meine Azubi-Zeit anguckst, da hat ja alles gegen mich gesprochen, kein Geld. Ich durfte am Anfang gar nichts machen. Ne? Also das erste halbe Jahr, jeden Tag eine Stunde hinfahren, um da 8 Stunden abzusitzen, sauber zu machen, Telefonate anzunehmen, Briefe zu öffnen, zur Post zu gehen, Essen zu holen. Das war mein erstes halbes Jahr. Und da hat er nichts für mich gesprochen. Alle Hoffnung weg. Oh, ich habe vielleicht zweimal in der Zeit Kontakt wirklich zu meinem Mentor gehabt. Da lief nichts. Und trotzdem habe ich mir immer in meinen Kopf gesagt, so, ey, mach das Beste jetzt draus. Mach das Beste aus dieser Situation. Weil lieber gehe ich zu denen hin und frage, kann ich das noch sauber machen oder kann ich das noch für dich kopieren, anstatt dass die zu mir kommen und sagen, ey, kopier das bitte. Weil wenn ich zu denen komme und das mache, ist so automatisch, hä? Oh, ist ja super, der fragt mich. Was passiert beim nächsten Mal? Die sagen so, Dave, heute gehe ich auf eine coole Besichtigung, möchtest du mal mitkommen? Oh, ja, gerne. Boom, mit zur Besichtigung gegangen. Was hatte ich da? Praxiserfahrung, wie besichtigen die? Was machen die gut, was machen die schlecht? Also du schaffst es wirklich aus einer... Da läuft gar nichts Situation, selbst das Beste immer noch zu machen. Indem du proaktiv bist. Indem du schaust, wie kann ich das, was ich jetzt hier mache, und sei es nur der Boden zu wischen, wie kann ich das jetzt so machen, dass da ein gewisser Erfolg hintersteckt oder es besser gemacht ist als andere. Da muss ich ja an Les Brown denken. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, Les Brown, ein großer Motivator aus Amerika, der auch im Prinzip alles machen wollte und lernen wollte. Mhm. Aber zu dem kommen wir später. Inspirieren und auch deine Story finde ich mega geil. Danke. Und da gehörst du eindeutig auch zu denjenigen, die sagen, ich bin der eine, weil du gehst diesen Weg auch sehr, also allein oder was viele nicht machen, sagen wir es mal so. Die Extrameile halt einfach nur. Absolut. Ja. Bevor wir weitermachen, du musst einchecken. Ich muss einchecken. Ich würde sagen, machen einen kurzen Cut und dann steige ich einfach gleich wieder ein. Ja. Mega. Then see you in a minute, Alter. Soll ich die Aufnahme? Genau. Podcast. Mach mal dieses gleich. Geht's. Los. Viel zu gut, Mann. Viel zu gut. Soll ich die Aufnahme stoppen oder weitermachen? Pausieren. Oder stoppen, ne? Stoppen. Ja. Okay, warte. Oh, auf jeden Fall ist es nicht schlecht. Mein Flug geht um 15:45, das heißt, check. Bist du, ja, easy. Also, fahren ist definitiv. Schön über Autobahn. So, dann bring ich nur. Ah! Da ist er wieder.
Da ist er wieder. Schönen guten Tag. Schau mal, innerhalb von wie viele Sekunden schneiden wir das jetzt? Sagen wir 10 Sekunden habe ich es geschafft, mein Gepäck abzugeben und wieder herzukommen. Genau. Mega. Ja. Leute, ihr seht das, wir nutzen jede Sekunde, um hier zu filmen. Ne? Genau, jetzt Setup, Licht. Genau. Ah. Da merkt es, Leute, nichts muss perfekt sein. Nein. Startet einfach, just do it. Einfach machen. Einfach machen. Einfach machen. Und vor allem durchziehen. Ne? Durchziehen. Mhm. Hatte nichts mit uns zu tun. Ich habe jetzt eine Münchner Brezel in der Hand. Mega. Lass dir schmecken. Dankeschön. Wo waren wir? Ausbildung. Fragen stellen. Ich wollte der eine sein. Der eine sein? Ja. Hab mehr gemacht, extra mal. Genau, zum Abschluss der Ausbildung, damit wir dann nach der Ausbildung sind. Erzähl mal, was war nach. Achso. Nee, zum Abschluss der Ausbildung. Was war. Also, ich durfte, genau, also ich bin dann ja rüber gewechselt nach meinem ersten Jahr. Ich habe jetzt 2 Jahre gemacht, verkürzt, weil ich Abitur gemacht habe. Und nach dem ersten Jahr bin ich dann rüber ins Stadtzentrum gewechselt. Durfte dann, wie gesagt, einfach wie so ein kleiner Praktikant so ein bisschen reinschauen, schnuppern hier und da. Dann hatten wir ein Kickoff-Meeting und jetzt kommen wir nochmal, das allerletzte Mal, dass ich das Thema Fragen so in den Vordergrund stelle, hatten wir ein Kickoff-Meeting. Kickoff-Meeting heißt, Jahresziele werden besprochen, es war im Januar damals, und mit unserem Chef. Und dann saßen wir alle in dem Raum und hat er dieses Kickoff-Meeting mit dem Team 500 gemacht und ich durfte mich mit reinsetzen, aber war eigentlich noch gar nicht Teil des Teams. Und dann war das Kickoff-Meeting vorbei, alle sind rausgegangen und ich dachte mir so, ey, okay, jetzt oder nie, ich habe ja schon einmal gefragt, hat es geklappt, lass nochmal fragen, weil vor allem ich auch Leistung gebracht habe in der Zeit. Ich habe wirklich, ohne mich aufzudrängen, einfach mich eingebracht. Habe ich die Tür zugemacht, mein Chef und ich standen da und wie, ich sieht's ihn auch. Ne? Also es ist nicht so, dass wir wie die Bros irgendwie ne, und uns umarmen und sonst was. Wir haben ein tolles Verhältnis, sehr, sehr menschlich, aber es ist trotzdem, ich kann die Beziehung sehr gut einschätzen, sage ich mal, dass der Respekt auch da ist. Bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, Herr Groß, ich mache das echt sehr, sehr gerne so, wie ich es bisher gemacht habe, aber ich traue es mir jetzt echt zu, meine Ausbildung geht noch ein halbes Jahr, darf ich bitte in den Verkauf, ich rock das Ding. Ja, okay. Wirklich. Unsere Operations Managerin gerufen und dann ging's los. Wirklich. Hattest so einen auf den anderen Tag. Und vor allem, ob ich Angst hatte? Ich hatte so Angst, wow. Aber was hat mir die Angst gemacht? Angst hat mich fast daran gehindert, es zu tun. Nur dafür, dass er mich anguckt und sagt, ja, machen wir. Es ist unglaublich. Und dann... Sorry. Ja, alles gut? Und dann ist man richtig sprachlos oder so. Ich war so, so einfach? Das ist genau das Gleiche, wie als ich gefragt habe, darf ich den Shop wechseln? Ich noch zu ihm so, und ja, und wenn das nicht klappt, dann ist kein... Und er so, ja, nee, passt, machen wir. Und ich so, was? Also Leute, fragt doch einfach mal, was ist das Schlimmste? Es kommt kein, wenn er zu mir sagt, Herr Ruhl, das geht nicht, tut mir leid. Alles klar. Aber dann heißt es, ich hab's versucht. Ne? Und normalerweise sagt man, man braucht so, sagen wir mal, im kleinen Team so ungefähr, sagen wir mal, 8 Wochen für den ersten Abschluss. Da habe ich halt 4 Wochen gebraucht. Nach 4 Wochen hatte ich meinen ersten Verkauf direkt. Und das hat dann natürlich alle ruhig gestellt, die gesagt haben, Frechheit, Frechheit, Frechheit. Ich habe auch noch in der Hälfte der Zeit abgeliefert. Krass. Und bin dann auch gleich in meinem ersten Jahr... In diesem Jahr bin ich zum Newcomer des Jahres sogar geworden in München. Ich bin, ja, war mich auch sehr gefreut. Danke. Ich traue mich mittlerweile stolz zu sagen. Ich möchte es nicht, das soll nicht so angeberisch klingen, sondern einfach, ich freue mich darauf. Ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe. Weil ich habe denen es gezeigt, die nicht geglaubt haben oder es mir versauen wollten. Und vor allem die an mich geglaubt haben, für die freue ich mich noch viel mehr. Dass ich, genau, ja. Was kam danach? Nach der Ausbildung. Genau, also wie ging es so ab? Du meintest ja, du wurdest zum Newcomer des Jahres. Ja. Was war anders? Was war los? Okay. Was ist aus David passiert? Ja, ich habe halt, wie gesagt, es war halt krass, aber ich hatte die Belastung irgendwie auf der Arbeit, das zu rechtfertigen, was ich auf einmal durfte, nämlich verkaufen. Hatte dann meine Prüfung noch, ne, meine Abschlussprüfung. Plus ich war Vater eines neugeborenen Kindes. Shane ist ja im Dezember, ist geboren, Dezember 2016. Das heißt, es waren seine ersten Lebensmonate, die ja wirklich sehr intensiv auch sind. Ne? Zwar sehr mamalastig auch, aber ich habe mich wirklich eingebracht, so gut es ging auch, ne? Und war Azubi, Abschluss im Verkauf, Papa und Beziehung. Und vor allem niemand um uns herum, der irgendwie so da, also meine Eltern waren ja auch nicht da, meine Geschwister alle nicht da, ne? Und aber hab's einfach durchgezogen, ich hab einfach Tunnelblick, mach einfach das, was jetzt gemacht werden muss. Am Ende des Tages, du hast ja eh Zeit dafür. Ich hab keine Zeit, und es ist so stressig. Du findest die Zeit, ne? Aber. Was kannst du den jungen Immobilienmaklern empfehlen? Die genauso erfolgreich werden wollen. Was kannst du so, weil ich so jetzt mal ein bisschen tiefgründiger, um darin erfolgreich zu werden oder ein Newcomer zu werden. Klar, es geht immer ums Verkaufen. Mhm. Du musst verkaufen. Mhm. Klar, aber auch das muss gelernt sein. Ne? Oder ich sag mal, das Drumherum ist auch viel wichtiger. Mir hat letztes Mal auf Instagram einer geschrieben,
ob ich ihm irgendwie so die wichtigsten Tipps geben kann für einen erfolgreichen Immobilienmakler. Und dann habe ich gesagt, kenn deinen Kunden und dein Objekt, weil wenn es um Millionengeschäfte geht und selbst wenn es nur um 100.000, selbst um 500.000, wenn es um so viel Geld geht, da möchte sich jemand geschätzt fühlen, der so viel Geld ausgibt. Das ist wie bei Louis Vuitton, da gehst du auch rein, da kriegst du erstmal die Tür aufgehalten, das Wasser gebracht, du wirst von einem beraten. Das ist wie so eine Bringschuld, aber du kriegst auch was geboten für das Geld, das du dann ausgibst. Genauso ist es bei uns im Immobiliengeschäft. Also, wenn ich die anrufe, dann mache ich nicht so, ja, und ich bin David Owusu von Engel und können Sie sich noch erinnern? Ich gehe ran, jetzt, wenn du mein Kunde bist. Herr Mani, wie geht's Ihnen? Na, vor 2 Monaten telefoniert, ich weiß, habe ich lange nicht gemeldet, jetzt bin ich auch wieder für Sie da. Ich habe ein Objekt, das passt genau auf Ihre Suche. Jetzt suchst du für deinen Sohn. Ich habe ein Objekt genau für Ihren Sohn. Als ich das gerade vor mir hatte, muss ich sofort an Sie denken, Sie sind der Erste, den ich gerade anrufe. Oh, warte mal, der denkt an mich, ohne dass ich jemals in den letzten 2 Monaten an ihn gedacht habe. Oh, ja, super. Genau das Gleiche dann aber vor Ort. Der kommt zur Besichtigung, der stellt mir Fragen. Wie hoch ist das Wohngeld, also die Nebenkosten im Monat? Was ist das für ein Baujahr? Gibt es einen Parkplatz? Wie teuer ist der Parkplatz? Wie sind die Kaufnebenkosten? Gibt es Rücklagen? Steht was in den Protokollen? Und wenn du dann so... ja, muss ich nochmal nachschauen. Kunde verloren. Du kaufst, weil du vertraust. Weil am Ende des Tages, er hat sich ja schon für die Immobilie entschieden, sie anzugucken. Jetzt geht es nur noch darum, wie sehr vertraut er dem Ding. Nämlich, weil am Ende des Tages, das, was du siehst, das kann ja jeder, ne? Aber es ist wichtig, das Gefühl zu verkaufen, dass es ein gutes Investment ist, ein lohnendes Invest und dass es das Geld auch wert ist. Und das ist der Nummer-1-Tipp, den ich geben kann. Dann sei vorbereitet, weil das, was 99% bei uns machen, ist, wenn es jetzt heißt, nächste Woche geht ein Objekt online, die fangen nicht die Woche davor schon an, die Kunden sich rauszuschreiben, sondern die fangen erst an, ja, jetzt ist online, alles klar, dann fange ich jetzt mal an. Wenn das der Fall ist, da habe ich schon mindestens 40 Kunden aufgeschrieben, die ich alle am ersten Tag anrufen kann. Die müssen diese 40 Kunden erstmal raussuchen von ihren 200. Das dauert ein paar Tage, nicht nur ein paar Stunden, ein paar Tage. Das heißt, da hast du schon mal einen Vorlauf. Ist das ein Konkurrenzkampf? Total. Ich verdiene kein Festgehalt. Ich verdiene nur, wenn ich was verkaufe. Ist das schön oder ist das... Es motiviert dich, immer weiterzumachen, weil wenn ich ein Festgehalt bekomme, ist ja so, ja, ich muss aber ja nicht verkaufen. Ne? Muss man so ein Ego-Typ sein? Also so. In dem Fall schon. Es darf dich nicht interessieren, dass jemand anders jetzt kein Geld verdient, weil du Geld verdienst. Mhm. Aber trotzdem fair bleiben, ne? Ja. Also im fairen Rahmen bleiben, nicht schummeln, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Ist das auch so dein Geschäftsmodell? Also ist es das, was du auch immer machen möchtest, so alleine was durchzuziehen? Ja, nein, überhaupt gar nicht. Einer der Gründe auch, warum ich den Podcast mit ins Leben gerufen habe, mit euch zusammen. Weil muss offen zugeben, ich habe wirklich vom 500-Euro Azubi-Gehalt nicht zu ganz gutem Geld gekommen. Ja? Das soll überhaupt nicht bragging klingen, sondern wirklich einfach ein deutlicher Unterschied zu dem, gutes Geld verdienen. Und am Ende des Tages ist es aber eine Branche, wo halt wirklich im Fokus steht, Geld zu verdienen oder Geld umzusetzen. Ja? Ich sag mal, hier würden wir uns irgendwann freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Groschen dafür bekommen oder eine kleine Spende. Aber ich sag mal, im Vordergrund steht für uns Value zu bieten. Wir wollen euch eine Plattform geben, wir wollen Rising Stars eine Plattform geben und wir wollen uns auch eine Plattform geben. Und wenn dabei Geld rumkommt, ist das super. Und in der Immobilienbranche geht es halt leider, was die einen cool finden, die anderen schlecht. Ich fand es am Anfang ja auch selber super cool. Geht es ja eigentlich nur darum, Provision zu verdienen. Ja, es geht jetzt nicht so goldig darum, oh, Traumimmobilie vermittelt und nur ihretwegen habe ich jetzt das, was ich seit... Nein, nein, nein. Es geht darum, der Erste zu sein, der den Kunden hat, der das Geld ausgibt. Und das macht auch Spaß für die erste Zeit und man verdient sau viel Geld auch damit und kann auch noch mehr Geld verdienen als ich. Aber es ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte, nein. Bist du so ein... Ich nehme mal eine Erdbeere. Ja. Ja, bin ich so ein... So ein kleiner Remus in Deutschland. Marcel Remus? Ich glaube, ich bin nur deinetwegen auf ihn gekommen, oder? Ja, genau. Für die, die es nicht wissen, das ist ein Immobilienmakler auf Mallorca. Sehr erfolgreich Immobilienmakler. Sehr erfolgreich, ja. Was unterscheidet, er sagt immer, alles... Nee, was? Er macht alles anders als alle anderen. Genau, die 5 A's. Ja. Du bist ja auch sehr erfolgreich. Mhm. Würdest du sagen, er ist jetzt was... Also, er ist ein richtig cooler Typ, ich schätze ihn sehr. Ja. Aber erreichbar? Mhm. Oder ist er wirklich so ein schneller Formel-1-Fahrer, der einfach nur Gas gibt und ganz woanders ist? Jetzt in dieser Branche. Mhm. Er macht einfach alles anders als alle anderen. Ja. Er schaut aber, glaube ich, darauf, was die Guten gut machen und macht es noch besser. Mhm. Bestes Beispiel, wenn du sein Instagram verfolgst, der verdient scheiße viel Geld und ist immer noch derjenige, der diese Magazine verteilt. Jedes Immobilienunternehmen hat seine eigenen Lifestyle-Magazine. Er hat auch sein eigenes Lifestyle-Magazin. Was macht der?
der geht an Ostersonntag und Ostermontag in die Cafés und verteilt da die Magazine. Weil an Ostersonntag und Ostermontag sind die Leute alle, die Reichen, die Armen, sonst wer, sind alle beim Essen, sind in Cafés, treffen sich, kommen zusammen. Und wenn da dann dein Magazin liegt als einziges, bist du doch der Einzige, der gehört und gesehen werden kann. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach präsent zu sein. Genau, wenn wir schon dabei sind, an Ostertagen macht er das, obwohl er schon so erfolgreich ist. Ist das ein Erfolgsrezept? Ja. Dass man auch, wenn man... Ich bin jeden Tag noch Azubi. Genau, ja, sehr schön gesagt. Ich bin jeden Tag noch der Azubi von vor 4 Jahren. Jeden Tag. Deswegen lebe ich auch sehr weit unter meinem Niveau. Leute, alles, was ich anhabe, 30 Euro Zara Sale, 15 Euro Zara Sale Hose, das Ding habe ich seit meiner Ausbildung. Ich habe es einmal nachgekauft, aber auch im Sale. Ich schwöre, na ehrlich, ich schwöre auf alles. Die Schiene, Leute, hat 500 Euro musste ich dafür zahlen. Habe ich von der Versicherung zwar zurückbekommen. Das Ding hat, das ist das Teuerste, was ich gerade an mir habe, ist die Schiene. Ist meine Verletzung. Schau, Verletzungen sind teuer. Naja, wirklich jetzt mal. Die Uhr habe ich geschenkt bekommen, das Armband auch. Wow. Der Gürtel von, also, ich könnte mir ein bisschen mehr vielleicht leisten, aber ich sag mir halt immer noch, es kann erstens jeden Tag vorbei sein. Absolut. Es kann jeden Tag schlechter laufen und vor allem, man muss nicht zwingend, gerade wenn man es noch nicht ganz toll geschafft hat, zu sagen, man ist finanziell komplett frei, was ich einfach auch noch nicht bin, so über seinen Verhältnissen zu leben. Ne? Weil ich glaube, das ist eh das größte Problem, warum Leute so scheitern. Sie leben über ihren Verhältnissen. Wichtig ist, dass man auch im Alter oder wenn man gewisse Positionen hat, immer noch lernt. Mhm. Ich kenne einige oder sehe einige, die irgendwann, ich sage mal, ihren Abschluss haben, ja, sei es ihr Studium oder irgendwas anderes, dann hören sie plötzlich auf zu lernen. Ja. Und leben einfach ihren 9-to-5-Job. Stimmt. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir uns ein bisschen beeilen, weil du in 10 Minuten schon den Flieger nehmen musst. Geil, oder Leute? Also, richtig geil. Hustler. Bis zur letzten Sekunde ziehen wir durch. Genau. Was war dein größter Erfolg? Vater geworden zu sein. War es wirklich. Ich schwör's dir. Das soll jetzt nicht so, voll cool, wenn meine ganzen Instagram-Follower werden es hoffentlich gucken und die folgen mir ja alle nur, weil ich ein cooler Papa bin. Wir machen da sowieso einen Piepton rein. Genau das. Vater geworden zu sein, ist mein biggest achievement. Oder ein gut, jetzt aus meinem Gewissen zu sagen, ich bin jetzt gerade ein guter Vater, das ist mein größter Erfolg. Jeden Tag ein guter Vater sein zu wollen, ist mein Erfolg. Aber ich sag mal so, für das, was jetzt viele auch hören wollen, was auch für mich ein toller Erfolg war, ich war letztes Jahr Topseller im München City Center. In meinem Shop. Mhm. Von, wie gesagt, allen, die dort im Shop sind. Also auch von den ganz Großen. Und das war so berufstechnisch mein größter Erfolg. Oder ich glaube, mich so von unten nach oben gearbeitet zu haben mit den Obstacles, also mit diesen Hindernissen, mit diesem Gegenwind, den ich bekommen habe, das ist mein größter Erfolg. Ist einfach so weit geschafft zu haben. Ja. Nicht der Erfolg selber, sondern es so weit geschafft zu haben. Und ja. Darf man über Zahlen sprechen? Also was war die teuerste Immobilie, die ich verkauft habe? Ja, ich glaube knapp 2 Millionen Euro. Also noch gar nicht so ja, es ist schon sehr, sehr viel Geld. Ja, aber wir haben durchaus teure. Ja. Aber ja, doch. Ja, es ist schon toll. Es ist eine tolle Zahl. Ja, 2 Millionen Euro. Ich habe keine 2 Millionen Euro. Du bist gerade frische 24. Das stimmt. Ja, ich bin frische 24. Frische 24. 2 Millionen Euro. Knapp 2 Millionen waren es, ja. Nice. Ja. Geil. War ein cooles Gefühl. Glaube ich. Ja. Vor allem, wenn die Leute einen so auf Augenhöhe begegnen, ne? Die 2 Millionen Euro auf dem Konto haben. Die tun nämlich nicht so, als wärst du der letzte Dreck, wie die 500.000 Euro Immobilien kaufen. Auch sehr wichtig. Sehr wichtig als Learning. Mhm. Jeden Menschen auf Augenhöhe begegnen. Hirsch. Wer inspiriert dich? Meine Mutter. Mhm. Total. Weil ich bin jetzt Vater von einem Kind und wir machen es zu zweit, Lexi und ich. Und es ist so ein Fulltime-Job. Meine Mutter hat es mit 3 gemacht und zwar alleine. Und das ist etwas, wo ich sage, Leute, wer heute nicht zu seiner Mama geht und sagt, danke Mama für das, was du für mich getan hast, selbst wenn ihr Einzelkinder seid, dann habt ihr es noch nicht verstanden. Weil, ey, Kinder großziehen, meine Arbeit, die ich mache, ist 100-mal leichter, selbst wenn ich da 12 Stunden sitze, als die Arbeit, die du 5, 6, 7, 8 Stunden machst, bis dein Kind schläft. Ich schwöre auf alles. Das ist mein größtes Vorbild. Und mein Chef. Ich schwöre es dir. Das, was der macht, das möchte ich machen. Irgendwann, wenn ich in einer Position bin, wo ich sage, ich kann helfen, da will ich jemanden nehmen und sage, ey, du hast eine Chance verdient. Weil der hat mir eine Chance gegeben, wo niemand mir eine gegeben hat. Wo ich schwöre auf alles, in diesem Häuschen, das 100 Meter von uns entfernt ist, 60, 70 Bewerbungen geschrieben habe. Nicht eine einzige Einladung habe ich erhalten. Nicht eine, ich war zu keinem Bewerbungsgespräch eingeladen. Und jetzt hat mir die Chance gegeben ohne Bewerbungsgespräch und ich habe über 500.000 Euro für ihn gemacht, für seine Firma. Wow. Gutes Investment auch für ihn, oder? Absolut. Und da kann man auch sagen, scheiß auf Zeugnisse. Ja. Jetzt mal auf gut Deutsch. Mhm.
So, liest du Bücher? Mhm. Hm. Jetzt gerade Glaube an dich und werde reich. Mhm. Ist die Fortsetzung von Denke nach und werde reich. Hat mit allem zu tun, außer mit Geld. Das ist das Coole, der Titel ist nur so provokant. Ja. Du lernst darüber, was der wirkliche Weg zum Glück ist. Die Prinzipien, die Glück bringen. Und Glück ist nichts, was dir widerfährt, ist eine Einstellung. Du hast eine Einstellung, glücklich zu sein, die habe ich auch. Ich gehe jeden Tag raus, ich bin glücklich jetzt, scheiß drauf, ich heiser bin, scheiß auf mein Knie. Ich bin glücklich, das ist nur etwas, was, ja, womit ich umgehen muss. Und das lehrt dich auch dieses Buch. Und ja, das lese ich gerade. Aber grundsätzlich so viel Mindset-Bücher, auch gerne zu finanzieller Freiheit. Ich möchte gern finanziell frei werden, ich möchte sehr, sehr viel Geld verdienen. Mhm. Ich möchte auch nicht immer so tun, als würde es mir gar nicht. Mir geht es auch sehr viel um Geld, ich liebe auch Geld. Und ich liebe auch Wertgegenstände, ich liebe Sachgüter. Ich weiß nur, dass das nicht das Einzige ist, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ja, sondern es ist nur ein Produkt. Wenn ich innerlich glücklich bin, schaffe ich es äußerlich was zu kreieren. Wenn ich äußerlich was kreiere, schaffe ich es damit Geld zu verdienen. Wenn ich Geld verdiene, kann ich mir Sachen holen. Das heißt, ich baue es von innen auf und irgendwann spürst du es im Außen und dann bin ich glücklich. Oder also das macht mich jetzt gerade glücklich. Ja? Wie stehst du zum Thema Gesetz der Anziehung? Gibt es. Deswegen sitzen wir hier drei hier. The only reason. Wir haben dieselbe Mission, deswegen sind wir hier. Und ich habe auf meine Arbeit jetzt gerade einen Azubi, Jack, Shoutout an dich. Der macht genau das durch, was ich am Anfang durchgemacht habe. Und das erspare ich ihm gerade, weil ich nehme den auf jede Besichtigung mit. Ich zeige dem jeden Tipp und Trick, der mir damals nicht gesagt wurde. Ich nehme den an die Hand und der möchte lernen. Und der kommt jeden Tag auf mich. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Krass, geil. Und der gibt es noch andere Azubis, die sind auch in unserem Shop, sind auch nett. Aber der Junge zeigt, dass er es will und zieht sich mir an und ich mich ihm. Kurz, um das auch loszuwerden, bevor ich das bei den nächsten Folgen vergesse. Wie du es gesagt hast, einfach lernen zu wollen, ohne irgendwie an die Zahlen zu denken. Weil es gibt ja Menschen, die wollen erstmal das Geld besitzen, bevor sie was lernen. Genau das, genau das. Ich liebe es. Die dann zu dir kommen und sagen, gib mir Geld, dann lerne ich was von dir. Ganz genau, ganz genau. Sehr geil. Deswegen verstehen Leute auch nicht, dass sie in der Azubi-Zeit nur 500 Euro verdienen. Ja. Du kannst doch noch gar nichts. Du hast noch gar nichts gelernt. Und willst aber unbedingt jetzt schon 1.000 Euro am Anfang bekommen, weil H&M es dir auch zahlt. Du hast sie doch nicht alle. Lehrjahre sind keine Hilfe. Ja, ja, genau das. Ziele, Träume, Vision. Diesen Podcast hier groß machen. Ich will eine Plattform sein, ich will was verändern. Ich will Leuten, wie Jack. Jack ist der Grund, warum ich Rising Star Podcast mache. Jack. Weil Jack, der Azubi, den ich gerade, den ich pushe, den ich zeige, ey, du musst nicht erst die Kacke durchmachen, sondern konzentriere dich mal auf andere Sachen, die schwierig sind und werde dadurch groß. Solchen Leuten will ich helfen. Weil die sind wissbegierig, die wollen was verändern, die wollen richtig durchstarten, aber die brauchen nur einfach so ein Wie. Wie mache ich denn das? Weil dieser Jack weiß es nicht, weil bei uns im Büro interessiert sich vielleicht nicht jeder sofort für den eigenen Erfolg. Ich interessiere mich für seinen Erfolg und das ist das Prinzip von der Plattform. Das ist meine Vision, ganz groß zu machen. Ich will Leuten helfen. Ich will Impuls sein. Ich will nicht, dass Leute zu mir kommen und sagen, deinetwegen, aber unter anderem durch dich habe ich einen Impuls bekommen, etwas zu verändern, etwas zu machen. Das ist mein Ziel. Hammergeil. Ja. Hammergeil. Und dafür will ich Geld verdienen. Irgendwann. Und da sitzen wir auch zu dritt hier, weil wir die gleichen Ziele haben. Genau das. Ja, Geld ist wichtig. Ist es, ja. Ja, Projekte brauche ich nicht zu reden. Das ist ja eigentlich das Projekt. Mhm. Umfeld sehr wichtig. Ja. Man sagt immer, man soll sich sein Umfeld besonders aussuchen. Ja. Wen hast du so in deinem Umfeld, die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest? Dadurch, allgemein, das kann auch Familie. Ne? Das Ding ist, in München habe ich halt nur ein Umfeld. Ja, ich sehe die Uhr. In München, wir müssen zum Schluss kommen. Ja, das ist die letzte Frage. Ich komme eh bei der durch, also alles gut. Ja. Ich habe in München halt nicht so ein großes Umfeld. Das heißt, ich habe gefühlt nicht mal fünf Leute, die ich jetzt aufzählen kann. Oder es sind genau fünf, also, mit denen ich mich gerade umgebe. Aber grundsätzlich ist mein Ziel, mich mit Leuten zu umgeben, die jetzt wirklich diese Denke besitzen wie ich. Ja? Deswegen bin ich hier in Hamburg für 4 Tage. Und ihr seid die Einzigen, die ich gesehen habe. Die Rising Stars sind die Einzigen, die ich gesehen habe. Und meine Mutter und meine Schwester mit ihren beiden Kleinen. Klar, auch mal kurz abends meine Freunde. Und ich liebe auch meine Freunde und die haben auch größtenteils das Mindset wie ich. Aber ich versuche mich wirklich mit den Leuten jetzt zu konzentrieren, auf die zu konzentrieren, die diese Denke vertreten. Weil mit den anderen, die haben keinen Bock auf mich, weil ich laber denen zu viel über Entwicklung und zu viel über verfolgt deine Ziele. Das stört mich, weil sie mir nicht zuhören wollen. Und ich störe die, weil sie mir nicht zuhören wollen. Ja? Und ihr wollt mir zuhören, ich will euch zuhören. Und mit euch möchte ich mich umgeben. Das ist jetzt mein Umfeld. Hammergeil. Ja? Hammergeil. Ja. Danke. Und das mache ich von Herzen. Ich meine es wirklich so. Jungs, das ist der Grund, warum ich hierher komme. Und das mache, ja. Sehr geil. Ja. Da sind hunderte Fragen noch. Ja, wir könnten ein Teil 2 irgendwann. Genau, wir machen Teil 2 oder beziehungsweise im Verlauf des Projekts machen wir noch einige Folgen. Genau das. Und wichtig ist, gebt uns bitte
Feedback. Ja. Also wie findet ihr unsere Folgen? Ja, genau. Möchtet ihr noch was Bestimmtes wissen? Ja. Fragt, wir interagieren, wir schreiben euch zurück. Wollt ihr die Struktur? Zurück. Genau. Was sagt ihr zu uns? Gebt uns doch mal ein Feedback, weil am Ende, wir wollen es wirklich für euch machen. Der sagt, es juckt mich gar nicht, was ihr macht. Ja. Okay, kein Problem, aber es wird da jemand sein. Und du, der das gerade schaut und sagt, danke. Ja. Danke an dich, dass du zuschaust. Und bitte sag uns doch einfach, wir haben jetzt eine Stunde zu dir gesprochen, dann red doch auch gerne mal zu uns. Gibt es Menschen, die du gerne in dieser Folge haben möchtest? Wie findest du die Pflanze? Genau das, let us know. Und dann ziehen wir was richtig Geiles auf. Ne? Hammergeil, vielen Dank. Danke, danke, danke. Danke, dass du extra nach Hamburg gegangen bist. Yes, sehr, sehr gerne. Leute, ich fliege jetzt zurück nach München, das Immobilienmaklerleben ruft. Danke. Glenn, du bist der absolute Hammer. Ja, weiß ich, ja. Und ich muss jetzt los, Leute. Mein Boarding hat jetzt schon angefangen um 50. Ich liebe euch. Rising Star Podcast, das war's. Jungs. Shoutout nach da draußen. Yes. Ein Tschüss von uns. Wir lieben euch und bis ganz bald. Ciao, ciao. Geil. Woo! Rising Star Podcast.